So, dann Vorbereitung. Wir suchen Sie da jetzt 5 Gerichte aus. Und du so, wir haben die Tomatensuppe. Die schaut so aus. Dann haben wir den Nudeleintopf, den Nudeln mit Gemüse. Das Erbsenrisotto, Erbsen mit Reis. Ein Gulasch. Eine Kartoffelsuppe. Ein Erdbeerkompott. Und ein Apfelbirnenkompott. Kennst du die Gerichte? Ja. Okay, dann darfst du jetzt 5 aussuchen. Dies. 1. Und dies. 2. 3. 4. 5. Die anderen 2 tun wir da in den Deckel rein. Und die Zutaten müssen wir aussuchen. Da tun wir jetzt die Nudelwasser. Ja, genau, die Nudeln, den Paprika, die Karotte und ja, den Mais, die Tomate, den Zwiebel, den Knoblauch und den Oregano. Es wird als Stapel neben den Herd gelegt. Das legst du daneben her. Die da müssen wir jetzt aufsortieren, dass wir alle sehen. Machst du das? Hilfst du damit? Genau. So. Das Kind nimmt sich das erste Gericht vom Stapel. Und dann sagst du mal, was das für ein Gericht ist. Tomatensauce. Na, schau es genau an. Das Kartoffelgulasch ist das. Kartoffelgulasch. Gulasch, genau. Gulasch. So, du drehst das Blättchen jetzt um. Und sagst du mal, was für Zutaten du brauchst. Zwiebeln. Genau. Eine Gurke. Zucchini. Das schaut fast so ähnlich aus wie eine Gurke, das stimmt schon. Zucchini. Mhm. Und Tomate. Das sind rote Linsen. Das ist sowas wie Bohnen. Rote Linsen. Rote Linsen. Tüchtig. So, nun sucht das Kind die abgebildeten Zutaten für dieses Gericht aus der Auslage und benennt sie und legt sie anschließend in eine der Vertiefungen im Topf. So, das Gericht darf man da herlegen, das da. Das drehst du wieder um, dass wir sehen, was wir kochen. Genau, und die 4 Zutaten. Na ja, die 4 Zutaten, die suchst du da jetzt. Ja, dann legst du es da in eins von den Löcher. Alle 4 musst du suchen. Was ist das? Salami. Gurke. Zucchini. Zucchini. Was? Was ist das? Eine Zwiebel. Genau, Frühlingszwiebel sind das. Ja, schaust auf das Rezept. Was ist die letzte Zutat? Kürbis. Sehr gut. Dann legst du es dort immer rein. So. Sind alle Zutaten im Topf, heißt es kräftig umrühren. Das Kind nimmt den Kochlöffel und steckt ihn in die Vertiefung am Topfrand. Nimmst ihn und dreht die Scheiben im Kreis herum, bis alle Zutaten im Topf verschwunden sind. Genau.
so lang drin, bis es verschwunden ist. Super und so rundum fahren oder so, ganz egal. Du kannst entweder mit dem Finger oder mit dem Kochlöffel, wie du leichter tust. Dann sagst du, was fällt rein? Was ist reingefallen? Die roten Linsen. Und als nächstes fällt rein die Zwiebeln. Und was war das? Was musst du sagen, Gerald? Zwiebeln. Und was war das? Genau. So, das Essen sitzt fein. Sind alle Zutaten verschwunden, darf das Kind das fertige Gericht einer Person auf das Teller legen. Wer mag denn das Kartoffelgulasch essen? Das Kind. Okay. Das Spiel endet, wenn 4 Gerichte gekocht sind und alle Personen am Tisch etwas zu essen haben.